Personal Training, Personal Training, Personal Training, heißt es ja immer bei den Stars und Sternchen. Ich frage mich, ist das wirklich so viel effektiver, dass das mehr Geld wert ist? Oder ist es einfach was für Leute, die nicht so eine richtig gute Motivation haben? Einer, der es wissen muss, steht jetzt bei mir. Wie wolltest du nochmal genannt? Einer, der es wissen muss, ist jetzt bei mir, Pat Pertz, Personal Trainer. Na, schön, dass das geklappt hat. Ja, also um gleich die Frage zu beantworten, ich denke, es liegt hauptsächlich daran, was du gerade zum Schluss gesagt hast, nämlich die Motivation. Man kommt alleine nicht hoch. Was erwartet mich heute hier bei dir? Na, auf jeden Fall Vollgas-Training bis an den Rand und drüber. Fängst du einfach an, ganz locker erstmal die Sprünge am Anfang hoch und dann immer flacher werden. So halt am Anfang und dann. Yes! Hei. Oh, der Profi, der Boxprofi! Ich würde sagen, es geht weiter zur Leiter. Bam, bam, oh. Bam, bam, oh. Und dann bam, bam. Das gleiche rückwärts. Zack, zack, oh. Und dann versuchen wir. 1, 2, Knie hoch. Jetzt 1, 2, Knie hoch. Und schneller. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. 1, 2, 3. Bam, bam, bam. Alle Vierer an der Blätter vorbei. Ja, konzentrieren. Weiter. Bam, bam, bam. Und komm. Ey, so eine kleine Leiter. Und so anstrengend. Mr. TRX. TRX Force. Okay, dann nehmen wir uns natürlich gleich die schwerste Übung für den Lukas. Plank to Pike. Gestreckte. Oh Gott. Dann nur die Knie. Your knees to your elbow. Und? Und danach die Singles. 10 Pikes, komm. 1. Oh. Yes. Noch höher? 2. Nee, super. 3. Nice. 4, 5, 6, komm schon, 5, atmen, 6, 7, komm, 8, 2, 3, behalt die Balance, genau. Das ist Oberschenkeltraining, oh, Bauchtraining, das sind die ganzen kleinen Muskeln in der Wade. Oh Gott, oh, richtig anstrengend. Kennst du das, wenn der Kopf frei ist und man gar keine Meinung zu Sachen hat? Das ist es. Als letzte Übung kommt nochmal eine schöne Beinübung, damit du richtig sauber und alle bist. Man zieht die Arme, springt ab, Bauch entspannt, boom. Boom. Die Arme, die nimmst du nach hinten, man nennt die auch Hawk-Haltung. Das, ne, man sieht schon hier den Falken. Man bis auf 90 Grad, abspringen, Bauch entspannen. Und das gleiche, Arme jetzt schnell wieder, boom, genau. Und rückwärts runter, von oben nach unten dann. Genau, jetzt machst du davon 15, los geht's. Zusammen. Und geil. Oh. Jo, war geil. Hat Bock gebracht. Ich finde, man merkt auf jeden Fall schön anstrengend. So muss es sein. So soll es sein, so soll es sein. Und, du sollst ja was davon haben. Ja, ich bin schön an meine Grenzen gekommen. Und man merkt, ich finde, du übertreibst es nicht, aber du gehst schon einen Punkt über den Punkt, den man normalerweise angehen würde, weißt du? Genau, man würde normalerweise sagen, ich mache jetzt 15, wenn man überhaupt sich eine Zahl denkte. Die meisten fangen einfach an, machen irgendwas. Du brauchst eine Zahl. Geh zu der Zahl oder eine Zeit und mach die. Und das macht man meistens nicht. Aber ich versuche oder ich werde mit dir oder mit meinen Klienten immer so das hinkriegen, dass man auf seine Zahl kommt und vielleicht sogar noch ein Stückchen weiter. Jetzt fahre ich vom Training zurück, mit dem Auto und nicht mit dem Fahrrad, die größte Todsünde. Personal Training ist schon eine ganz geile Sache, muss ich sagen, dass man jemanden neben sich hat, der einen motiviert. Aber ich glaube, es ist auch eine Sache, die ein bisschen nicht nur in den Muskeln, sondern auch im Portemonnaie wehtut.